Hatten wir hier ein Radio? Was? Ich geh mal baden. Vielleicht beruhigt er sich dann. Guck mal. Take a bath. Let's go. Ist das trocken? Seine Beine hören einfach auf. Was ist gerade? Trockenrubbeln hier einfach? Ah, okay. So. Huch. So. Was ist denn? Ach, Kacke. Ja, das Ding ist immer im Weg. Okay. Schön mit dem Auto im Hintergrund. Das finde ich sehr, sehr schön irgendwie. Selfie-Mode machen wir mal nicht. Das machen wir auch nicht. Depths of Dingens da. Mache ich mal so. Ah, und jetzt einen schönen Filter drauf. Naja, geht. Geht so. Ich mache mir den furchtbaren. Hier. Egal. Nicht so gut geworden, wie ich wollte. Wir könnten aber auch so machen. Das würde auch gut gehen. So. Vorm Schlafen gehen noch kurz gebadet. Wasser nicht abgelassen. Was macht er jetzt? Er redet mit Jizzle. Wir reden hinterm Haus. Haben wir dubiose Geschäfte oder was? Und jetzt? Boo Gleevy. Oh, ein Streit. Ein Streit unter Geschäftspartnern. Ah, da gehe ich. Weißt du was? Ich gehe wieder rein. Scheiß auf Jizzle. Der macht eh nur Scheiße. Ich glaube, manchmal glaube ich, der zieht Leute ab. Ist nur so ein ungutes Gefühl, was ich habe. Ich bin immer nicht ganz sicher. Soll ich euch ein Radio erwünschen? Aber egal. Wir gehen schlafen. Minimalist-Bett. Wir gehen schlafen. Es ist 22 Uhr und morgen werden wir die ganze Bude hier abreißen und vielleicht nochmal neu bauen. Sie wird auf keinen Fall so gut aussehen wie jetzt. Aber sie wird vielleicht ein bisschen praktikabler. Wir gucken mal. Ich glaube nicht, dass ich eine schöne Wohnung hinkriege. Es muss vor allen Dingen eine sein, wo Fridolin sich wohlfühlt. So, ich spule mal vor. Natürlich ist er wieder am Staubsaugen da oben. Natürlich. Was soll er auch sonst machen? Ich habe das Gefühl, die Böden in diesem Spiel sind besonders sauber. Jetzt saugt er auch draußen. Hauptsache saugt überall. Das ist unfassbar. Niemand saugt besser als Tränenmond. Was? So, wenn er schlafen geht, geht es ja auch ein bisschen schneller voran. Das mit dem Schlafen würde ich gerne noch ein bisschen, weiß nicht, besser gelöst haben. Was macht er denn jetzt da oben? Er soll schlafen gehen! So. Na also. Schön, wie überall alles anders. Überall läuft Mucke, alles ist laut, sehr, sehr gut. So. Jetzt läuft der Timer schneller durch. Ich glaube, das hängt davon ab, ob gerade Zeus in der Nähe rumlaufen. Hä? Wieso sind wir wach? 2.03 Uhr? Was? Was? Um 2.40 Uhr? Was? Und was mache ich jetzt? Könnt ihr erstmal staubsaugen? So. Der nervt uns ja auch immer, ne? Hier, Select Music. So. Ja.
Was für ein Streit gestern Abend. Der kann uns mal richtig fett am Arsch lecken. Der Jesus. So. Praise yourself, klar. So, confident. Ja, jetzt hier. Clintara, Nova, Illy Sotoli, Jufrin, Tisalona the Sweet, Til Swamba, Brinil Parse Broqua, Dos Conten mi Kilikieres. Ob wir damit das Charisma erhöhen können? Das wäre irgendwie ganz cool. Was? Ist eh keiner cooler. Es ist eh... Ja, Mann, du bist die Nummer 1. So ist es einfach. Die Welt hat es nur noch nicht erkannt. Aber das kommt. Clintara, Nova, Illy Sotoli, Jufrin, Tisalona the Sweet. Oh, bist du aufgewacht? Oh, schade. Wie ärgerlich bestimmt morgens um 5. Jemand dreht ein Grammophon auf und fängt an neben dir. So. Clipso B. Was ist das hier gerade? High Five? Hä? Wins are been. Flow. Okay. Er macht wieder den. Nee, ich will nicht mit ihm reden. Ich will ganz kurz hier Slack Music. EDM, Jazz. Let's go. Wie er einfach rumzappelt. Nice. Oh Gott. So, practice jokes, na klar. Und dann, wenn beide wach sind, können wir heute das Haus neu bauen, ne? Machen wir das gleich mal. Ich würde vorher vielleicht noch mal kurz was zu trinken, also RL meine ich. Dann würde ich gucken, dass beide vom Grundstück runterkommen. Wo ist denn der Jesus? Okay, der läuft hier einfach mal rum. Und dann würde ich quasi neu bauen. Mal gucken, was passiert. Wir müssen nur Jesus da rausballern. Okay, dann pass auf, ich speichere mal eben. So. Und dann bin ich gleich wieder da. Jo, ist gespeichert. Bin gleich wieder da, Moment. So, und wieder zurück. Hallo, dann probieren wir es doch gleich mal. Wir müssen erstmal... Jesus müssen wir erstmal da oben rausholen. Warte. Mal gucken, ob das geht. Was macht der? Natürlich, ja, na klar. Was soll auch sonst machen? Huch. Der Block hat gewechselt. Achso, mit Leertaste wechselt man ja. Stimmt ja, warte mal. Ich bin ja noch ein bisschen bei Sims drin immer. So, ich hoffe, Fridolin bleibt unten. Muss ich auch beide aus dem Haus holen dafür? So, hervorragend. Jetzt auf Pause. Okay, dann würde ich gerne schauen. Ich gehe auf Edit City. Nicht auf Edit City. Das war dumm. Ich gehe auf den Baumodus. Und jetzt versuche ich mal das ganze Ding hier. Wo war denn hier Reset? Craft, war das hier oben? Move House, Delete Tool, Delete All, Reset Property. Jo. Und das Geld haben wir auch zurückbekommen, glaube ich. Okay, das ist jetzt also unsere Bude. Ich würde den Eingang, glaube ich, hier vorne lieber zur Straße machen, statt hier irgendwie, ne? Ich meine, hier ist ein bisschen ruhiger, das stimmt schon. Aber irgendwie ist das also mehr eingeengt. Und hier können wir ein bisschen in Stromkästen vorgehen. Wir können sogar die Stromkästen überbauen, theoretisch. Wenn wir alles ausnutzen wollen. Aber das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich erstmal gucken. Oh. Irgendwas zieht danach. Irgendein Schättelchen. Okay.
Theoretisch könnte man das so machen, dass der Stromkasten da ist und dann wäre das so quasi um den Stromkasten rum. Wir können eh nicht bis darüber bauen, wir können nur bis maximal hier. Ah, okay. Aber das würde schon passen, glaube ich, ne? Wir könnten das ein bisschen vorziehen. Ja, da kann man eh nicht bauen bei den Stromkästen, aber so könnten wir. Ich glaube, das ist gut. Und wir können die Wände ja auch noch ein bisschen verschieben. Oh, das würde auch gehen. Cool. Und dann kann man die Wände ja auch rausnehmen, ne? Was ist das? Aha. Ob man damit einen Turm machen kann? So einen Prinzessinnenturm? Also ich glaube, ich werde erstmal low anfangen. Warte mal, kann ich hier die, das war Upper Floor. So. Die Wand können wir doch bestimmt ziehen, oder? Wenn wir jetzt sagen, okay, ich will die jetzt... Okay. Ich dachte, wir machen... Oder müssen wir den ganzen Raum ziehen? Move House, Move Property. Okay. Delete Tool, Delete All. Room Selection Tool. So. Und jetzt kann ich die Wand hier ziehen, ne? Ja, fantastisch. Ja, so nimm. Ja, Mann, das hat mir ein bisschen gefehlt. Okay. Ich würde hier sogar noch ein bisschen Platz lassen, wegen bei den Stromkästen. So, dass sie nicht ganz so nah dran sind. Und hier können wir aber ruhig nach ganz vorne gehen. Soweit er uns lässt. Und hier genauso. Ne, wir nehmen jeden Platz, den wir kriegen, nehmen wir mit. Und bei den Stromkästen, keine Ahnung, kann man Mülleimer hinstellen oder... Wir schauen mal. Theoretisch kann man hier sogar eine Tür machen mit dem Mülleimer. Hier Hauswirtschaftsraum. Und dann gehen wir mal ganz... So, hier zurück. Und damit haben wir das gesamte Ding hier ausgefüllt. Ist nicht unbedingt schön, aber es ist zweckmäßig. So, und die Tür kommt natürlich hier bei der Straße, wo am meisten Platz ist. Würde ich vielleicht... Classic Door, klingt gut. Obwohl die auch ganz gut aussahen, ne? Die Steel Front Door sah auch ganz gut aus. Cannot place outside of area. Oh, okay. Wir müssen also mit der Wand da noch ein bisschen reingehen. Warte, wo war Select Room? Hier. So. Dann machen wir so und dann kann ich mit der Tür bestimmt so, ne? Jetzt kann ich mit der Tür, genau. Würde ich dann hier so hinmachen. Dann ist die aus der Außenfliese ist die dann so mittig. Ich hoffe, das geht. Draußen Blumen und so geht eh nicht, also Garten können wir eh nicht Wir hätten theoretisch eine Veranda machen können, ne? Wo sind die beiden hin? Ach, die stehen da hinten, da wo die Tür vorher war. In dieser Gasse war die Tür vorher, ist irgendwie nicht so geil. Oder nee, die war hier an der Straße, glaube ich. Okay. Dann mal gucken. Normale 3-Meter-Wand, ich hoffe, die reicht. Dann würde ich hier gerne... Ich teste mal was. Ich mach mal so. Huch! Ich wollte die eigentlich platzieren. Click to create. Hä? Ah, okay, so. So. Ich probiere mal so. Okay, jetzt haben wir hier die Wand. So. Und kann ich die jetzt... Oh. Nee. Das hat ja gar nicht geklappt. Ah, Change Wall Type ist es. Okay. So. Ich weiß noch nicht, ob ich so lasse. Ich wollte halt einen Eingangsbereich machen eigentlich. Dann könnte man hier vielleicht ein bisschen Küche reinmachen. Hier wäre Küche ganz gut, ne? Vielleicht können wir es noch ein bisschen reinpopeln, dass es auf der Höhe hier ist. So, kann ich hier den Raum? Okay, dann macht er das direkt so. Und wenn ich dann hier sage so, dann macht er so und dann mache ich so. Also angenommen, ich würde hier jetzt... Ich glaube, das sitzt. Oh.
Gut. So. Die kann ich, glaube ich, weglöschen, oder? Vielleicht mache ich da noch eine hin, aber irgendwie mal gucken. Dann ist es eher so Eingangsbereich. Das müsste hier die Linie sein. Jo, sieht gut aus. Das genau. Ja, passt genau. Dann bräuchten wir eine Küche vielleicht schon mal. Da ist natürlich sehr viel Platz für eine Küche. Wir bräuchten zwei Schlafzimmer. Offene Küche, zwei Schlafzimmer. Das heißt, ich würde hier generell nochmal irgendwo eine Wand reinziehen. Die können wir später noch versetzen. Ich mache erstmal so. Können wir versetzen, können wir noch aufteilen und so weiter. Für Schlafzimmer vielleicht sogar ein bisschen klein. Wir schauen mal, was wir da machen können. Ich würde mal erstmal vielleicht schon mal eine Küche reinbauen, dass man sich ein bisschen orientieren kann. Wo ist denn die Kitchen? Bedroom Kitchen. Da ist Kitchen. Classic Sink. Vintage Sink. Okay. Wiener. Was immer Wiener bedeutet. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nur Wiener Würstchen. Okay, und das hier ist Commercial. Ja, das mache ich mal nicht. Ich finde die Vintage eigentlich ganz, ganz schnuckelig, aber die sind halt wirklich ein bisschen all aus. Vielleicht ist Wiener ganz cool. Die Schubladen können wir eh nicht gebrauchen. Pass mal auf, ich würde mal gerne was probieren. Angenommen, ich mach mal hier so ein Ding hin. Okay, das geht nicht. Ich wollte das gerade verlängern. Okay. Können wir das noch editieren? Put in storage, copy, hier. Edit material. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel so mache... Okay, sieht trotzdem auch nicht gut aus irgendwie, ne? Sieht auch nicht gut aus. Plastik. Nein. 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 Ich glaube, das gefällt mir nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Oh, jetzt sieht man, wie dunkel es ist. Okay, das Main. Ich meine, wir könnten das machen, aber irgendwie gefällt es mir nicht. Ich schmeiße mal wieder in die Tonne. Wooden Panel Sink. Vielleicht Minimalist. Ich guck mal. Also ich krieg's niemals so schön hin, wie das gerade eben war, ne? In dem vorgefertigten Haus. Das krieg ich nicht hin. Dafür kenne ich mich auch zu wenig aus. Ich mach mal weiß, okay. Oder ist ein Marble? Grey Oakwood? Nee, da bleib ich bei Plastik, oder? Marble haben wir nicht, ne? Ne, ich nehme Plastik und dann mache ich oben drauf. Ich guck mal auf den Topf, vielleicht gibt's... Ja, da gibt's Marble, okay. Mal schauen. Und dann auch, ne, so schön weiß. Wir machen es ein bisschen freundlicher. Die beiden leben ja auch ein bisschen moderner. So. Und das kann ich kopieren. Copy. Fantastisch. Diese Küche wird, glaube ich, sehr groß. Ich mache das mal anders. Ich setze mal die Dinger hier. So. Huch. So. Ich mache mal ein so ein Eckding. Wo ist das moderne Ding? Hat das kein Acting? Das gibt's doch nicht. Alle haben so ein Eckending, nur das Ding nicht. Na, großartigst. Vielleicht brauchen wir da keins. Vielleicht mache ich aber mal. Okay, ich probiere mal den hier reinzuschieben. Ich glaube nicht, dass der automatisch connected, oder? Ich baue mal den dahin. Dann sage ich hier Copy. Dann sage ich Rotate. Ja, nö. Irgendwie nicht so. Irgendwie ist es das nicht. Okay, warte mal, was haben wir da unten noch alles? Da war noch was. Oh, das sind Cupboards für oben. Glass Cupboard, okay. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier sage, okay, hier kommt so ein Ding hin. Okay. Gloss, jawohl. Ja, passt schon.
Das passt schon. Okay, haben wir fertig. So, Küche ist eingerichtet. Wir haben noch keine Tapete, wir haben nichts an den Wänden, ne? Einfach weiß. Old painted wall. Glossy paint ist, glaube ich, keine so gute Idee, ne? Ja, das passt aber schon irgendwie. Pattern Scale, keine Ahnung. Ich lasse das einfach mal alles. Das passt aber schon. Current Material und dann einfach Choose Area to Paint Room. Und dann ist alles in der... Okay, bleibt... Dann ist alles in der Farbe. Okay, cool. Außer das Ding hier natürlich. Wir könnten auch Glashaus machen, aber das lassen wir mal. Okay, vielleicht Gloss ein bisschen runter. Mal gucken. Ja, wir brauchen keine spiegelnden Wände. Ich glaube, das ist okay. Den Boden würde ich auch relativ hell machen. Wow. Glasboden. Das ist eine fantastische Idee, ein spiegelnder Glas. Aber andererseits könnte das ziemlich geil aussehen, ne? Also ich würde schon mal gerne Raum damit probieren, das ist irgendwie geil. Ha. Huh. Okay, nur mal rumtesten hier. Ja, nein, 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 nein. Light Marble Teil, das sieht so kalt aus dann, ne? Deko-Teil, vielleicht so. Den Boden mache ich ein bisschen glossy. Ich lasse erstmal so. Das ist, wird relativ, ehrlich gesagt, naja, wir gucken mal, wie es wird. Ach, die Schlafzimmer. Ja, wir gucken mal, wie es wird. Ich bin, was sind das für Sprenkler hier unten drauf? Okay, gut. Lampen brauchen wir auf jeden Fall auch noch, wie es aussieht. Aber da kommen wir gleich zu. Ich dachte, wir fangen erstmal so an. Irgendwie immer mit der Küche gefühlt. Ein Sink können wir bauen. Oh ja, Gold. Aber ich hätte gerne einen modernen Wasserhahn. Wo ist denn der Quoker? Ja, Keramik-Sink. Ah, der sieht ganz cool aus, aber... Dann vielleicht eher den, oder? Der hier sieht so kommerziell aus, aber vielleicht... Wir moven ihn auch gleich. Keine Sorge, der bleibt nicht unbedingt da. Ich habe den jetzt nur schon mal installiert. Und auch hier hätte ich ihn gerne, den hätte ich gerne glossy, auf jeden Fall. Okay, ich wollte mal Sink. Minimales Sink, okay. Aber das Ding kann ich nicht editieren. Okay, weird. Aha. Das ist das Ganze hier ein Sink. Okay, wild. Na gut, dann uns fehlt noch ein Ofen. Den da oben mache ich auch gleich noch. Eckregale. Haben wir denn ein Öfchen hier irgendwo? Hier, um Gottes Willen. Weinkühlschränke, okay. Gasofen, Range B. Ja, Range and Combines. Die Preise sind gerade, nehme ich an, noch alle random hier gesetzt. Ne? Einfach nur, damit irgendwelche Preise dabei sind. Ich glaube, das kommt später im Balancing noch dazu. Eine Espresso-Maschine würde ich sehr fühlen. Wow. Die ist kommerziell, oder? Ja, nee, die ist ein bisschen too much. Andererseits, wir können die mal ausprobieren. Wir können die mal ausprobieren. Ich würde die vielleicht aber einfach ein bisschen weiter nach außen bauen. Dann würde ich vielleicht hier gucken. So. Upp. Und dann können wir die hier... Versetzen wir einfach... nach da. So, wir schauen mal, was wir noch machen können. Wir müssen die Küche wahrscheinlich eh ein bisschen vergrößern. Dass er eben wieder nach unten, nach oben scrollt, ist ein bisschen nervig. Okay, okay, okay. Dann würde ich für hier... Das sind alles so übertriebene Dinger hier, oder? Ich hätte gerne welche im kleineren, also nicht im kleineren Preissegment, weil die kosten ja alles ganz günstig. Aber das sind schon so Over-Dinger alle gefühlt. Oder sehe ich das gerade falsch? Eieieiei, was soll ich nehmen? Ich glaube, ich nehme den, oder? Ich nehme den hier. Die können ja beide nicht so gut kochen, also insofern, das passt schon.
Ich muss dann nur noch würfeln, was wohin kommt. Und das kann ich jetzt auch anmalen. Gloss. Oh ja, ich mach das schön Gloss. Metal. Metal. Einfach rein da. Reingemeddelt. So. Okay. Eine Mikrowelle könnten wir auch brauchen, aber die funktionieren momentan, glaube ich, noch nicht, ne? Die ist schön. So, die funktionieren momentan, glaube ich, noch nicht. Dann den hier nochmal kopieren und da drüben. Schon angenehm. Dann... Okay, warte. Wo ist denn hier Decorations? Oh, ja, oh, verdammt, das kann ich nicht. Oh, doof. Pass auf, so, hier. Und jetzt, White Background. Tasty Fresh Salad in Front. Mal gucken. Wir schauen mal. Vielleicht kann man ein schönes Bild für die Küche einfach mit einem schönen Salat. Momentan halt überm Herd, was keine gute Idee ist, aber immerhin, ja. Wir schauen gleich mal. Moment, Moment. Oh. Sieht ein bisschen schäbig aus. Das sieht aus. Ja, das sieht aus wie. Oh, in so einem. Oh, da sind auch so Krissel dabei. Unangenehm. Also, ich meine, wir könnten das so machen, aber irgendwie sieht das ganz schön scheiße aus. Ja. Ich lasse es erstmal hängen. Sieht furchtbar aus. Generell sieht alles noch ganz furchtbar aus hier irgendwie. Naja. Man will es ja ein bisschen, man wollte es ein bisschen moderner machen. Lampen werden wir auch noch brauchen. Muss mal gucken, wo die sind. Growing plants. Irgendwie hätte ich voll Bock. Ob ich das hier noch irgendwie reinkriege? Okay, ich muss mal gucken. Growing plants. Ich frage mich gerade, ob das müsste eigentlich auch gehen, dass wir so eine, in der Mitte eine Lücke lassen vom Haus. Und da kommt dann einfach wie so ein, ne, wie so ein Garten. Da kann man so Glaswände machen und dann ist dann in der Mitte vielleicht noch so ein Garten im Haus. So ein kleiner Garten. Wäre auch irgendwie cool. Da müssen wir ein bisschen rumpopeln hier natürlich. Mal gucken, mal gucken. Achso, was mache ich denn hier? Ich wollte wieder kitchen. Ich habe noch keine Ahnung, was es wird. Ich probiere noch ein bisschen rum. Reiskocher. Yo, den haben wir uns auch. Apropos Küche. Ich gehe ganz kurz essen, weil Signal kam gerade. Bringdienst ist da. Ich bin sofort wieder da. Entschuldigung. Moment, Sekunde. Kann ich keine Escape mit? Nee, ist egal. Bis gleich.